Hallo zusammen, ich begrüße dich zu meinem neuesten YouTube-Kanal Animal Animal. Ich möchte in meinem ersten Video euch etwas erklären über die neuesten Yu-Gi-Oh!-Karten und euch ein paar Tipps und Tricks zeigen. Also, ihr habt sicher schon erlebt, dass der Gegner, wenn er ein Duell gemacht hat, ein sehr starkes Monster hat. In diesem Fall könnt ihr es auch so machen. Wenn ihr Pendelmonster habt, könnt ihr zum Beispiel jetzt zwei Pendelmonster nehmen. Ich habe jetzt hier Dino-Nebel Stegosaurier und Double D gelehrter Kepler. Dann könnt ihr die als Zauberkarte in die Pendelzone einlegen und nachher einfach ein paar Karten reinlegen. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr dann ein starkes Monster rausholen wollt, wenn ihr die Pendelkarten habt, die bis auf Stufe 10 gehen. Wenn ihr das habt, können zum Beispiel mit Hilfe von Triple D Vergessenskönig Arbis Ragnarok und Untergangskönig Armageddon können dann Aegaion, die Meeresburg, als Exis-Beschwörung aufbeschwören. Oder ich könnt mit Hilfe von Double D Lilith und Triple D Chaoskönig Apokalypse und der Karte Polymerisation Fusionsmonster Triple D Drachenbandkönig Beowulf beschwören. Ich erkläre euch jetzt noch den Effekt von Aegaion die Meeresburg. Der Effekt ist, dass sobald das Monster beschworen wird, können ein zufälliges Monster, also Monster vom Extra-Deck, vom Gegner aufsuchen und das verbannen. Und der Aegaion die Meeresburg kommt nachher die Grundattacke vom Monster, das ihr verbannt habt, über. Der Spezialeffekt ist, dass ihr während dem Zug von einem beliebigen Spieler könnt ein Exis-Material abhängen und nachher ein Fusions-, Synchro- oder Exis-Monster vom Gegner, das verbannt ist, wieder in sein Extra-Deck zurückrufen und nachher ein Monster, das der Gegner kontrolliert, natürlich mit dem gleichen Typ, also Synchro, Exis oder Fusion, zerstören, egal ob Nummern oder nicht. Die Karte Triple D Drachen beim König Beowulf hat aber auch einen super Effekt. Sein Effekt ist, dass falls ein Double D Monster, das du kontrollierst, ein Monster in Verteidigungsposition angreift, kannst du deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zufügen. Das heisst, das Monster ist zerstört und gleichzeitig kommt der Gegner auch noch Schaden über, nämlich Schaden in Höhe von der Grundattacke vom Monster, der angegriffen hat. Also, ja. Und es hat noch einen zweiten Effekt. Nämlich, während in der Standby-Phase von deinem Zug kannst du alle Zauber- und Fallenkarten in der Fallen- und Zauberkartenzone zerstören. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, wie man Fusionsmonster herausrufen kann. Wenn du zum Beispiel verbotener dunkler Vertrag mit dem Sumpfkönig besitzt, kannst du eins Triple D Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand in Verteidigungsposition bringen, aber seine Effekte sind annulliert. Und du kannst eins Fusionsmonster von deinem Extra Deck beschwören. Du musst dann nur die benötigten Monster von deiner Hand oder von deiner Spielfeldseite als Fusionsmaterial anbieten. Du kannst aber auch das Monster, das du gerade beschworen hast, benutzen. Der Nachteil ist aber, du kommst 2000 Schaden über. Das ist auch der Nachteil von allen dunklen Vertragskarten. Man muss immer eine gewisse Anzahl Life Points zahlen. Meistens sind es nur 1000. Es gibt aber auch Karten, wo es 2000 sind. Damit man aber nicht nach etwa 5 Runden schon K.O. ist, weil die Karten einem in jeder Standby-Phase
ein bis 2000 Lifepoints aufziehen, gibt Zauber Notvorräte. Mit Hilfe dieser Karte kann man so eine gewisse Anzahl von Zauber- und Fallenkarten, die man kontrolliert, in den Friedhof werfen und kommt für jede Karte, wo durch diesen Effekt im Friedhof gelandet ist, 1000 Lifepoints über. Notvorräte zählt aber nicht dazu. Verräterische Schwerter ist auch eine super Zauberkarte. Wenn man diese Karte setzt, kann der Gegner für 3 Züge lang nicht angreifen. Mein absoluter Favorit ist aber immer noch bewaffneter Drache. Weil, den kann man nicht als Normalbeschwörer beschwören, schließlich hat er mehr als 4 Sterne. Aber man kann auch nicht einfach so als Spezialbeschwörer beschwören. Sondern nur, wenn man 3 Finsternismonster im Friedhof hat. Dann muss man die, wenn man 1 Finsternismonster vom Friedhof dann verbannt, kann man 1 Karte auf dem Spielfeld wählen und die zerstören. Und das zählt nicht als Angriff. So, das ist es auch schon wieder gewesen und ich hoffe, es gefällt euch und bitte schreibt es mir in den Kommentaren, weil es ist mein erstes Video, da weiss ich, was ich besser machen muss. Ciao.